Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Heute habe ich was Schönes für dich. So, noch ein paar Tricks. Der AGT-Trupp ist so am Fenster. Schaut mal. Hallo, Freunde. So, es gibt natürlich nur mehrere Varianten. Wenn man sich das durchs Treppenhaus sparen möchte, okay, gibt es noch die Variante, sich den Schlauch außen hochziehen zu lassen. Es gibt immer mal Situationen, da muss man es einfach anders machen. Und nur, dass ihr wisst, wie es auch geht. Und zwar hat ja jeder AGT-Trupp mindestens einen Leinenbeutel dabei, wenn nicht sogar zwei. Könnt ihr mal eine Leine runterwerfen, bitte? Ich habe jetzt natürlich keinen Helm. Halt erstmal respektablen Abstand. Jo. So. Okay, das heißt, das Ende oben hat er festgehalten. Wir wollen jetzt nicht mit dem Schlauch durchs Treppenhaus, sondern oben durchs Fenster. Das hat auch einen Vorteil. Also, ihr könnt das ganz einfach machen, indem ihr einfach einen doppelten Ankerstich nehmt. Wisst ihr noch, ne, wie es geht? Das heißt, das Ende ziehen wir jetzt hoch und mit dem anderen Ende führe ich jetzt mit. Okay. Und man kann jetzt auch über Hindernisse rüber, ne? Besonderheit ist hier jetzt, wenn hier jetzt Gewicht reinkommt in den Schlauch, das ist natürlich noch schwerer zu halten, du hältst schon die ganze Zeit, ne? Da ist das die beste Erfindung, die man je gemacht hat. Einfach Schlauchhalter und einfach hinter die Fensterbank. Hält wie Bombe, ne? Genau, gerade wenn Druck drauf ist, sag mal, könnt ihr mal leiser. Mach ruhig ganz normal weiter. Gerade wenn Druck drauf kommt, ist er natürlich noch strammer drin, dann hält das noch besser. Jetzt ist er so ein bisschen halb locker, aber glaubt es mir, sobald hier Wasser drauf kommt, geht das besser, ne? Okay, wir können aber noch mehr hochziehen. Ihr erinnert euch an die Truppmann-Ausbildung, das machen wir jetzt noch kurz mal mit, ne? Lassen wir das nochmal runter. Okay, schön. Das heißt, einer hält der Stauber mal fest und wir schlagen das jetzt mal gemeinsam an. Die Leine, die von oben kommt, bleibt auch hier oben, ne? Also nicht anfangen da irgendwie zu drehen. So, das heißt, doppelter Ankerstich, kennt ihr noch, ne? Bisschen höher das Schlagrohr. So, das ist der doppelte Ankerstich, den macht man vor und hinter die Kupplung. So, und hier machen wir einen Halbschlag, der Halbschlag ist ganz einfach. Einfach einmal drehen, ne? Zack. Kommen wir ein bisschen hoch, bitte. Wichtig ist nicht zu knapp und auch nicht zu lang. So, okay. Und so ziehen, können jetzt hochziehen. Wichtig ist, jetzt Leine und Schlauch gemeinsam führen. Und hoch. Hohlstrahlrohr, das gleiche. Was oben bleibt, bleibt oben. Halten wir das Hohlstrahlrohr fest. So, wir machen erstmal hier ganz normal einen doppelten Ankerstich. Beim Hohlstrahlrohr ist es ein bisschen anders. So ein bisschen größer, wenn man um den Griff rum muss. Lass mal los den Griff. Danke. Das ist erstmal gleich. Da gibt es mehrere Varianten. Ne? Ich bin aber immer dafür, vor und nach der Kupplung das festzumachen, damit, falls das hier irgendwie aufgehen sollte, nichts passiert. Ne? So, und jetzt muss man hier durch den Griff auch durch. Ein bisschen nach oben mit, ist ein bisschen straff. Also entweder macht ihr einfach nur jetzt mit einer Drehung hier so fest und gut. Wichtig ist, dass der Griff hier mit reingezogen wird. Ne? Das ist eigentlich schon alles. Okay, und hoch. Eigentlich immer das Gleiche, ob ihr nur einen Verbandskasten braucht oder was auch immer, was die oben jetzt brauchen. Es fängt meistens mit einem doppelten Ankerstich an. Doppelter Ankerstich ist einfach nur das Ding. Habe ich auch noch ein Video zu, das verlinke ich euch mal oben. So, wichtig ist, ihr habt jetzt zwei Ösen, ne? Das Ende, was nach oben geht, das muss hier an diese Seite ran. Werdet ihr gleich sehen, warum, okay? Also, einmal doppelter Ankerstich. Und hier den Halbschlag.
So. Halb hier oben. Jetzt bitte aufpassen. Also, so rum, weil, wenn ich jetzt hier zuppel, ja, löse ich das nicht. Wenn ich das andersrum mache und hier dran zuppel, kann das Ding abspringen. Ne? Also bitte so rum. Und dann könnt ihr auch wunderbar über, stellt euch vor, über Dachrinnen rüberziehen, Hausecken oder sowas. Einmal hochziehen. Ne? Und so geht das halt, ne? Super. So, wenn ihr glaubt, der Willi ist cool, nee, die drei sind's. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Bis denn. Tschüss. Geile Typen. Geile Typen, muss ich schon sagen. Respekt.